Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir mal wieder eine Bau-Challenge. Und ich habe dafür schon ein Haus vorbereitet. Ich habe noch keinen Grundriss gemacht oder sowas. Kriegen wir bestimmt gleich noch irgendwie hin. Ich möchte die Solid Color Challenge mit euch machen. Und ich möchte gelb. Weil ich habe Lust auf gelb. Wir haben viele schöne gelbe Sachen mittlerweile. Und ich denke, das könnte ganz cool werden. Jetzt müssen wir aber erstmal den Floorplan irgendwie machen. Also hier ist ja so Eingangsbereich, die Stars. Ich könnte mir halt ganz gut vorstellen, dass hier hinten so maybe die Kitchen ist. Und dann wäre hier so Esszimmer. Hier hinten könnte man dann so ein relativ großes, vielleicht sogar so. Also, und dann könnte man halt hier so, das geht nicht ganz auf. Das geht nicht ganz auf, weil hier muss ja dann auch noch eine Tür sein nach draußen. Obwohl, die könnte man ja eigentlich auch ein bisschen versetzt machen, oder? Hier kommt auf jeden Fall dann eine Treppe hin. So, sehr schön. Die wechseln wir natürlich dann auch noch, ne? Kann auf jeden Fall hier unten noch ein Badezimmer hin. Und hier machen wir dann irgendwas hin. I don't know, ich weiß noch nicht. Hier ist dann ein Flur. Ein Büro, maybe. Ein Schlafzimmer. Hier ein Kinderzimmer, maybe. Und das könnte dann noch so ein Badezimmer werden. Finde süß. Wir versuchen mal, ob das worked. Ansonsten können wir es ja immer noch ändern. Dann würde ich jetzt einfach direkt den Filter reinmachen und schauen, was wir halt so tun können. Ich hoffe, dass an Dächern irgendwas Gelbes existiert. Ja, das zählt offiziell als gelb. Wild. Öko-Glanz. Ich glaube, ich würde sogar eher das hier nehmen noch. Also es ist zwar ein bisschen viel, though, aber dieses ganze Ding wird ja auch ein bisschen viel sein. Demnach, dann an Türen gibt es auf jeden Fall ein paar süße Sachen. Was denn für eine Tür, ey? Die ist ja Hammer. Habe ich, glaube ich, gefühlt noch nie gesehen. Ganz ehrlich, ich nehme die, glaube ich. Die ist wild. Und für nach hinten können wir eine etwas kleinere Tür nehmen. Da habe ich tatsächlich eher an sowas vielleicht gedacht. Denn wenn ich die jetzt mittig mache, wo komme ich dann da raus? Das geht eigentlich, oder? Finde das jetzt nicht schlimm. Fenster sind zu groß für oben. Schade, weil sonst hätte ich die für oben genommen. Aber diese hier unten, die würde ich, glaube ich, nehmen für generell, weil das dann zur Tür passt. Ich weiß jetzt nur nicht, das hier zählt offiziell als gelb. Dann würde ich die nämlich hier oben reinklatschen. Das geht doch. Ich werde auf jeden Fall alles nehmen, was hier offiziell als gelb eingetragen ist. So, und jetzt platziere ich dann noch diese ganzen Fenster. Dieses Haus wird absolut wild. Aber an sich mag ich es gerne, wenn das so, ja, wenn das halt so viel Licht bringt alles, ne? Großartig. Dann brauche ich auf jeden Fall einen gelben Zaun schon mal. Oh, der ist ja hübsch. Den brauche ich auf jeden Fall für dieses hier. Ja, ich glaube, was Passenderes finden wir dafür nicht. So, ich habe eine Treppe gefunden. Dieses Alltagstreppenhaus finde ich nämlich am schönsten. Die anderen fand ich jetzt irgendwie ein bisschen unpassend. Dann mache ich auch das so. Stimmt, ich habe Custom Content installiert. Den möchte ich natürlich nicht benutzen. Ja, wie wäre es denn damit? Das hier wird als gelb klassifiziert. Fühlt sich ja schon fast wie Cheaten an. Aber ganz ehrlich, wenn das als gelb klassifiziert wird, nehme ich es. Zumindest für draußen. Soll ja trotzdem möglichst hübsch sein. Es gibt leider keine Foundation in gelb. Aber dann ist das halt so. Dann können wir halt keine benutzen. Dann würde ich vor allem diesen Teppich hier benutzen, glaube ich. Und sonst diese Tiles. Oh, es gibt diese kleine Lampe nicht in gelb. Oh mein Gott. Ich platziere erstmal halt diese Lichter. Ich weiß nicht, ob ich sie behalten werde. Ich würde diesen soften Gelbton grundsätzlich erstmal nehmen. Ich sag mal so als Base. Hier könnte man dann so eine Akzentwand reinmachen. So, dann brauchen wir jetzt noch Türen. Für innen drinnen. Diese finde ich gar nicht mal so schlecht. Die finde ich eigentlich ganz süß sogar. Ach nee, da ist so ein komisches Schild dran. Das möchte ich nicht. Also ich will ja hier auch nicht zu viel cheaten, ne? Geländer. I guess ich nehme dieses hier. Ich denke, wir würden uns jetzt erstmal ans Einrichten begeben. Ich glaube, da sind ein paar Sachen nicht ganz richtig getaggt, weil das ist alles kein Gelb für mich, Leute. Aber wer bin ich schon, um das zu beurteilen, hä? Wer wäre ich, wenn ich jetzt nicht die Counter von, wie heißt das Pack nochmal? Ja, dieses, ne? Mit den Hühnern und so, das Pack. Wie heißt das? Keine Ahnung. Dieses Pack benutze ich auf jeden Fall. Tolles Waschbecken. Ja, großartig hier. Das ist doch ganz süß, wenn hier noch so ein Regal in der Ecke steht. Mindestens eins. Ein Mülleimer. Großartig. Wir haben keinen Mülleimer für draußen, glaube ich. Upsi-dupsi. Recycle, Wunder. Na, wir können halt so einen immerhin dahin machen. Oder wir nehmen den. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Dann können wir den nämlich einfach hier hinhängen. Haha. Meister im... Wir kriegen das schon hin. Ich wünsche, man könnte Custom-Content ausstellen. Oh mein Gott, das nervt mich gerade ein bisschen. Weil an sich, ich nutze den ja, aber halt nicht für sowas.
Die Obstschale zählt als gelb. Großartig. Och, süß. Ein Schirmständer. Den können wir auf jeden Fall benutzen. Finde das nämlich süß. Ich vergesse auch immer, den zu platzieren, obwohl ich den eigentlich ganz cool finde. Ach, das ist doch eine akzeptable Küche. Also man könnte da vielleicht noch ein, zwei Pflänzchen hinstellen, aber ansonsten ist das doch süß. Großartig. Dann da noch ein Wandgemälde vielleicht. Blümchen. Süß. So, mal schauen. Kriegen wir ein Badezimmer vernünftig hin? Ich hoffe ja. Es gibt auf jeden Fall schon mal ein Klo. Großartig. Ja, also oben würde ich dann eine Dusche hinstellen, glaube ich. Also so eine Kombo. Und unten eine normale Dusche, I guess. Vielleicht sowas. Es gibt Spiegel, großartig. Mal schauen, was wir so für Akzente finden. Das ist schon gar nicht so schlecht. Sowas hier, großartig. Klopapier gibt's halt leider nicht. Sorry. Aber was definitiv noch nötig ist, sind Vorhänge. Diese sind doch gut. Weil so können die dann gut, ja, also ohne Angst zu haben, können die einfach duschen gehen. Und hier können wir vielleicht noch ein Bild hinhängen oder so. Wie wär's denn mit sowas? Sieht doch freundlich aus. Schlafzimmer. Ich würde, weil das ja die Tür zum Klo hat, würde ich sagen, dass das hier das Elternschlafzimmer ist. Irgendwie wäre mein Schlafzimmer immer ganz schön klein. Und dabei versuche ich schon, die groß zu machen. Aber I don't know, irgendwie klappt das immer nicht so, wie ich will. Dieses Bett ist so süß. I love it. Oh, diesen Puff muss ich auf jeden Fall benutzen. So, ein Beistelltisch. Großartig. Spiegel. Oder dahin. Und dann da eine Kommode drunter. Ist vielleicht besser. Wäre ja für diesen. Übers Bett kommt dann noch so ein schönes Foto. Hier könnte man dann noch so eine coole Uhr aufhängen. Noch ein Teppich drunter, I guess. Damit es nicht so leer aussieht irgendwie. Eine Lampe. Ach, das ist ein Spiegeltisch. Wow. Süß. Ein Schweinchen. I love it. Wohnzimmer. Ja, also an Fernsehern haben wir jetzt nicht so viele Möglichkeiten. Deswegen müssen wir wohl den nehmen. Das Sofa sieht ziemlich bequem aus. Das sieht irgendwie absolut wild aus, aber irgendwie in irgendeiner Form gefällt es mir auch. Bin ehrlich. Ich weiß nicht genau, was ich hier hinten noch hinstellen soll. Bin ehrlich. Komm, die gönnen sich hier so eine Statue. So eine teure. Ich meine, das wird hier wahrscheinlich eh niemals jemand benutzen. Lol. Ach, so ist das schon irgendwie in Ordnung. So, wir brauchen auf jeden Fall irgendwie jetzt einen Tisch. Sollten wir aber irgendwas zu finden, I guess. Stimmt, wir haben jetzt hier so einen neuen Tisch bekommen, ne? Aber der ist halt ein bisschen klein. Ansonsten hätte ich den bestimmt benutzt. Ich weiß ja nicht. Aber es ist schon in Ordnung. Eine Bar. Können wir bestimmt gebrauchen. Sowas hier ist vielleicht gar nicht so schlecht. Das könnte man vielleicht auch hier hinstellen. Das zählt als gelb. Finde ich wild. Sieht nämlich süß aus. Regenbogenflagge geht auch immer. Getränke. Woo! Alles, was ich so irgendwie finde, klatsche ich jetzt erstmal hier in den Raum, weil ich nicht weiß, was ich damit anstellen soll. Und das ist ganz wild. Ich würde sagen, wir begeben uns erstmal ins Büro. So, ich habe jetzt diesen neuen Stuhl benutzt, weil ich dachte, wann haben wir sonst die Gelegenheit dazu? Es gibt PCs, Gott sei Dank. Hier so eine Gitarre. So, wie wär's damit? Und dann so eine Kiste da rein noch. Sieht ein bisschen wild aus, aber ich finde es realistisch, to be honest. Hier muss ja auch noch ein Zaun hin. Tada! Oder wir machen das hier auf. Das macht ja dann auch schon viel aus, ne? Wenn das hier dann so offen ist. Wie wär's dann einfach so? Auf ins Kinderzimmer. Warum eigentlich nicht? Okay, aber das ist schon süß. Man merkt, ich werde so langsam durch, ey. Ich weiß auch nicht. Ich habe jetzt nochmal so ein paar Sachen platziert, so, die ich so gefunden habe im Katalog jetzt noch. Denke, das könnte ganz süß sein. Ich glaube, großartig Landscaping können wir jetzt auch nicht unbedingt machen, oder? Also es gibt einen Baum. Das Haus hatte noch gar keine Fassade. Upsi-dupsi. So, jetzt schon. Büsche gibt es sogar ein paar. Wild. Also viel anstellen können wir jetzt auch nicht, aber ja, ist, glaube ich, noch ganz süß. Es ist schon ein bisschen wild hier, was hier letztendlich draus geworden ist. Aber es ist schon auch irgendwie süß. I don't know. Es ist absolut wild, sage ich. Aber ups, da habe ich aus Versehen was hier drin gemalt. Das ist nicht so, wie ich will. Deswegen immer einmal nochmal checken, bevor man hier irgendwas hochladen möchte, weil ich speichere jetzt erstmal mein Spiel. Und dann poste ich das für euch in die Galerie, falls das irgendwer besitzen möchte. Ich weiß es nicht. Sieht doch gar nicht so schlimm aus. Ja, ich lade es dann mal hoch. Die Sache findet ihr natürlich wie immer auf meinem Profil. Heiße da Mooly Girly. Da gibt es auch anderes Zeug, das was vielleicht interessanter ist für euch. I don't know. Ja, ich denke, wir belassen es jetzt erstmal dabei. Ich nehme einfach schon eine Stunde und 15 Minuten auf. Hilfe! Ich dachte, das wird jetzt hier so eine kurze Sache, aber irgendwie ist es das nicht geworden. Und dabei bin ich hier eigentlich gerade im Vorproduktionsmodus, weil, ja, kommende Woche bin ich also in der Woche, wo ihr das seht, bin ich am Wochenende weg. Und deswegen muss ich jetzt schon das Zeug machen, dann auch
fürs Wochenende und so. Deswegen wollte ich das hier rechtzeitig machen. Ja, das sollte eine schnelle Nummer werden. Ist jetzt nicht ganz so gelaufen, wie ich wollte. Aber dann ist dem halt eben so. Ich krieg da schon irgendwie hin. Wie gesagt, ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!